Wie aktiviere ich mein E-Banking mit dem ZKB Access Lesegerät? Um das E-Banking zu aktivieren, brauchen Sie einen Computer mit Internetanschluss, das Lesegerät und die beiden Briefe, welche Sie von der ZKB per Post erhalten haben. Darin finden Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort sowie die persönliche farbige Aktivierungsgrafik. Gehen Sie mit Ihrem Computer auf www.zkb.ch und klicken Sie oben rechts auf E-Banking. Geben Sie Ihren Benutzernamen und das Passwort ein, welches Sie in Ihrem Willkommensbrief erhalten haben. Klicken Sie anschließend auf Weiter. Bei Ihrem ersten Login werden Sie aus Sicherheitsgründen aufgefordert, ein persönliches Passwort zu setzen. Geben Sie ein neues, sicheres Passwort in das obere Feld ein und wiederholen Sie dieses im unteren Feld. Klicken Sie anschließend auf Weiter. Wählen Sie die untere Variante Vorhandenes Lesegerät aus und klicken Sie Weiter. Scannen Sie nun die farbige Grafik auf Ihrem Aktivierungsbrief mit dem Lesegerät. Der Aktivierungscode wird Ihnen im Display angezeigt. Geben Sie den Code auf Ihrem Computer ein und klicken Sie auf Weiter. Zusätzlich bestätigen Sie den Vorgang, indem Sie auf Fertig klicken. Bestätigen Sie die Eingabe auf Ihrem Lesegerät, indem Sie auf Ja klicken. Klicken Sie auf Weiter und wechseln Sie ins E-Banking. Um die Aktivierung zu bestätigen, scannen Sie mit Ihrem Lesegerät die nun erscheinende farbige Grafik auf Ihrem Computer. Geben Sie anschließend den Code von Ihrem Lesegerät im E-Banking ein und klicken Sie auf Weiter. Zusätzlich bestätigen Sie den Vorgang, indem Sie auf Fertig klicken. Um den Bestimmungen und Bedingungen zuzustimmen, klicken Sie unten rechts auf Akzeptieren. Sie haben erfolgreich Ihr Lesegerät aktiviert und sich im E-Banking eingeloggt. Klicken Sie nun auf Weiter, um das E-Banking zu nutzen.